Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist wieder einiges passiert. Heute kam nämlich die Treppe rein. Sie ist zwar nicht ganz perfekt geworden, das zeige ich euch jetzt. Wir gehen mal ins Haus rein und da seht ihr schon, die Treppe ist drinnen. Es sind ein paar Sachen, die nicht so schön gelaufen sind, die zeige ich euch einmal. Laut dem Bauleiter werden die noch behoben, aber ich sag mal so, die Treppe haben sie ja nicht zum ersten Mal gebaut. Die wurde ja schon mehrfach gebaut, die Treppe, weil das Haus ist ja ein Hausmodell, was öfter gebaut wird und nicht nur jetzt für mich individuell gebaut wurde. Von daher wurde die Treppe schon mehrfach gebaut und die Leute müssten eigentlich wissen, wie sie die bauen. Zum Beispiel fangen wir hier einfach mal an. Warum sind hier drei so eine Scheiben? An jeder Stufe, wirklich an jeder, ist nur eine so eine Scheibe. Bloß an der sind drei. Man weiß nicht wieso. Das muss auf jeden Fall geändert werden, ausgetauscht werden. Und wie ihr hier sehen könnt, ja, haben sie es dort auch verkackt. Und wenn wir mal näher rangehen, seht ihr das Ganze auch. Ich weiß nicht, was das hier werden soll. Auf jeden Fall sind alle Stangen zu kurz. Die müssen dann ausgetauscht werden. Ich glaube, das sind einfach nur die Gewindestange, die nachher von unten rankommt. Auf jeden Fall sind die alle zu kurz und fragt mich nicht, was sie hier gemacht haben. Sonst sieht die Treppe vom Ding her ziemlich gut aus, außer die Mängel. Und ich zeige gleich noch was, was überhaupt nicht so schön ist. Das Geländer sieht sonst hier oben ganz gut aus und sonst hat die Treppe auch keine Schäden oder sonst was. Halt nur, dass die Stangen zu kurz sind und dass sie halt dort irgendwas mit den komischen Metallplättchen oder ich weiß nicht, wie man die nennt, auf jeden Fall haben sie es da verkackt, sage ich einfach mal so, um es mal böse zu sagen, völlig verkackt. Sonst sieht die Treppe von innen sehr schön aus, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall, vielleicht fällt euch das jetzt auf, wenn ich mal hier die Kante zeige. Hier steht die Kante nämlich über. Und hier nicht mehr. Das heißt, entweder ist die Decke komplett schief oder die haben die Treppe falsch eingebaut. Also wie gesagt, entweder sind die Wände, also die Decke völlig schief oder die Treppe ist falsch eingebaut. Beides kann ich mir jetzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht es ziemlich komisch aus, dass da was übersteht. Und wenn wir hier rüber gehen, verschwindet das. Oh, seht ihr gerade ganz schlecht. Ja, so verschwindet das. Und wird dort immer doller und auf der anderen Seite ist es halt genau andersrum. Hier steht was über und dort nicht. Und ja, wenn wir jetzt hier nochmal gucken, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, wenn man genau hinter die Metallstangen guckt, wenn ich meinen Finger mal kurz hier rein, es ist da dicker und da wird es ganz, ganz dünn, der Abstand. Entweder ist, wie gesagt, die Decke komplett schief, oder halt die Treppe wurde schief eingebaut. Das weiß ich nicht, werde ich auch nochmal mit dem Bauleiter besprechen, weil das finde ich jetzt hier halt wirklich nicht so schön. Gucken, was es da für eine Lösung gibt. Auf jeden Fall muss man diesen großen Spalt zuspachteln. Ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass es so schräge ist, ne? Aber ja gut, sehen wir dann die Tage, was wir denn machen. Sonst ist halt das Bad und sowas soweit fliesenmäßig fertig. Das wird jetzt die Tage noch verfugt, beziehungsweise an der Wand wurde das hier schon gemacht, wie ihr seht. Ich hoffe, ihr seht das. Der Boden hier ist wohl noch nicht gemacht, aber hier wurde das verfugt und schon auch zugeschmiert, da oben zumindest. Sonst war der Fliesenleger noch fleißig. Leider ist es jetzt gerade hier ziemlich dunkel. Es geht tatsächlich. Hier seht ihr, dass einmal die Fliesen gelegt wurden im Haus Wirtschaftsraum. Fangen wir mal bei der Treppe am nächsten Tag an. Die Treppe, ich habe mit dem Bauleiter darüber gesprochen, wird behoben, also zumindest diese Stäbe. Und ja, also ich habe mal gemessen, das sind 1,5-2 cm der Unterschied von hier zu dieser Ecke. Die steht ja von der anderen Seite über. Das heißt, ja, die Decke ist schief. Ich habe nochmal mit einer Wasserwaage das Ganze kontrolliert und festgestellt, dass die Decke schräg ist und das sind
von dieser Ecke halt zu dieser Ecke, 2 Zentimeter Unterschied. Das heißt, ja, gute Frage, was man dann macht, ob man da noch Ansprüche stellen kann oder nicht. Da sind wir jetzt auf jeden Fall hinterher, um das Ganze zu klären. Und mal schauen, was draus wird, weil so sieht das nicht so schön aus, dass der Spalt hier ziemlich dick ist. Also was heißt der Spalt? Dass die Decke da so sichtbar ist und nach dort immer weiter verschwindet. Und wie gesagt, schon zum 10. Mal diese Ecke gezeigt, aber da ist die Decke von, oder beziehungsweise ist der Holzbalken von der anderen Seite denn sichtbar und der Spalt ist auch absolut nicht schön. Hier wurde die Scheibe jetzt auch getauscht. Das ist schon mal sehr gut. Oben wurde sie auch getauscht, das zeige ich euch aber gleich. Der Hauswirtschaftsraum, sind die Fliesen jetzt fertig, auch verfugt. Das heißt, wir können das Ganze jetzt betreten. Sieht recht schick aus. Und wir können endlich auch rausgucken. Sieht nicht so schön aus, der Ausblick. Aber die Tür wurde schon mal von der Plane Plastik befreit. Und so sieht denn der Raum fürs Erste einmal aus. Hier wurde die Scheibe auch getauscht, wie erwähnt. Hat alles super geklappt. Doch was mich halt stört ist, dass, obwohl die beiden Fenster getauscht waren, das heißt die Fenstermonteure waren da und haben natürlich diese Leiste nicht getauscht. Ist sehr, sehr ärgerlich. Heute ist Donnerstag und nächste Woche Mittwoch sollte die Übergabe stattfinden. Morgen sollte die Vorabnahme stattfinden. Das heißt, die Fenster, beziehungsweise das Fenster kann ich nicht abnehmen, weil das nicht heil ist. Genauso die Treppe kann ich nicht abnehmen, weil sie nicht fertig ist. Und morgen ist ja theoretisch die Vorabnahme und nächste Woche Mittwoch ist die Abnahme. Ob das Ganze so klappt, weiß ich nicht. Ich nehme euch mit, wie das Ganze so weitergeht. Von daher seid gespannt, wie es weitergeht mit dem Projekt Hausbau hier. Am Schluss ist jetzt ein bisschen Drama. Hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Wir haben extra mit Depot gebaut, um kein Theater zu haben, dass alles glatt und in Ruhe abgeht. Wie gesagt, mit der Decke müssen wir besprechen. Kleine Mängel müssen wir besprechen. Wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Und bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.